Hallo Leute, mein Name ist Jose C und willkommen zu einer weiteren Folge von Ein weiterer Tag in Minecraft. Letztes Mal war ich ziemlich lang unterwegs, um mir ein paar Flügel zu besorgen. Und wie ihr seht, war ich erfolgreich. Aber nun, da wir diese haben, denke ich, ist es an der Zeit, unser Dorf zu verlassen und uns eine permanente Bleibe zu suchen. Und da wir Flügel haben, sollte es nicht allzu schwierig sein, etwas Passendes zu finden. Aber zuerst muss ich dafür sorgen, dass der Drache wieder zurück ins End kommt, weil wir sind ja hier auf einem Server und wir wollen den anderen Mitspielern nicht den Spaß verderben. Für den zweiten Trip ins End bin ich völlig nackt, nur mit 4 Endcrystals ausgestattet, die wir brauchen, um den Drachen neu zu spawnen. Und da das Endportal erlöscht, wenn der Drachen gespawnt ist, können wir nicht mehr so einfach zurückkommen. Also, lasst uns das hinter uns bringen. Der Drachen kann wieder gespawnt werden, indem wir 4 Endcrystal hier auf dem Bedrock an den 4 Seiten anbringen. Und da haben wir's. Die Crystals auf den Türmen werden neu gespawnt. Auch die Cages. Und wenn das geschehen ist, gibt's einen neuen Drachen. Und da ist er. Und für uns ist es an der Zeit, diese Dimension zu verlassen. Nun, da ich wieder voll ausgerüstet bin, geht's auf die Suche nach einem passenden Bauplatz. Und diese Gegend hier, gleich über dem Stronghold, sieht nicht mal so schlecht aus, da ich eine Gegend suche, die eher flach ist und genügend groß. Das zweite, was ich brauche, ist eine Wüste, da ich doch einiges an Sandstein benötige. Und hier auf dieser Seite geht es weiter mit dem Acacia-Biom, allerdings ein bisschen hügeliger, als ich das gerne hätte. Ich denke, ich werde die Welt ein bisschen mit meinen Flügeln erkunden, sobald es wieder Tag ist und sobald ich was gefunden habe, werden wir sehen. Und da hinten hat es ein Dorf. Das wäre nicht die schlechteste Wahl. Aber zuerst wird geschlafen. Ich denke, nun ist es an der Zeit, unsere Zelte hier abzubrechen und etwas von den Tools, die wir hier haben, mitzunehmen. Oder das mitzunehmen, was wir brauchen. Das ist zum einen sicher mal hier ein bisschen
Head Award. Nicht unbedingt die Erde. So. Das schon wieder natürlicher aus. Dann denke ich, diese Kiste können wir hier so belassen. Name Tags brauchen wir nicht. Nautilus Shells brauchen wir nicht. Dann hier, vielleicht nehmen wir das mit. Sicher die Ender Pearls. Ghast Tier. Eye of Ender. Und packen das alles hier rein. Und ich werde auch noch da drüben schauen, was wir mitnehmen. Und in den anderen Kissen, bevor wir uns zu unserer neuen Bleibe aufmachen und dort mal schauen, was wir denn so für einen Grundstein legen können für unsere eigentliche Base. Ich bin in unserem neuen Heim angekommen und wie ihr sehen könnt, hinter mir habe ich den Grundstein oder die Grundsteine gelegt für das erste Gebäude, das wir hier errichten wollen. Und natürlich ist es ein Gebäude in Zusammenhang mit einer Farm. Aber wenn ihr wissen wollt, was und wie und wo und warum, das wo wisst ihr jetzt, aber den Rest, da müsst ihr das nächste Mal wieder reinschauen, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Also, bis dann. Tschüss.